im Endeffekt das released wird. Der neue Crash-Teil. Werde ich mit Clone Wars fertig sein. Ja. Ah, das ist aber auch so eine Mission, wo ich mir denke. Ne? Da weißt du doch noch was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was gab's für eine Intimission bei Medal of Honor? Da kann man irgendwie auch nach links und nach rechts noch gehen. Diese Gebüschkacke da. Hecken. Nee, oder auch nicht. Warum darf ich den Panzer eigentlich nicht fahren? Sag mal. Ich habe mich doch mittlerweile mehr als bewiesen, oder? Ein bisschen Energie wäre trotzdem ganz nice. Wir haben den Panzer verloren. Mission fehlgeschlagen. So. Guten Tag. Oh Gott. Da sollten wir, glaube ich, wirklich auf unseren Panzer warten. Eieieiei. So. Kommt ihr denn da langsam mal? Was? Wie? Das frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Was ist passiert? Habe ich da gerade was verpasst? Bla 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 bla. Okay, die Mission muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen raffen. Der muss ja einfach zurück zum Panzer gehen, damit er uns wieder folgt oder keine Ahnung. So. Ich weiß mal, die Dinger hätten meinen Panzer vielleicht sogar zerstören können. Kann ich mir vorstellen. Trotzdem brauche ich ein paar Goodies hier. Ein bisschen was zum Heilen und keine Ahnung, mal ein paar andere Waffen. Das wäre mal schön. Dankeschön. Ist hier was? Nein, natürlich nicht. So, der Panzer. Kommst du mal vorbei, oder? Wie ist das jetzt gedacht von deiner Seite? Oder bleibst du jetzt einfach mal so stehen? Hier soll es egal sein. An dem Panzer komme ich natürlich nicht vorbei, ne? Also, da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Wenn alles um mich herum explodiert, das ist doch erstmal schön. So, wow. Ich kann ihn vielleicht mit meinem... Ah, Hallöchen. Ja, dann fahr mal ran vorbei, Kollege. Entschuldigung, Frosch im Hals. Aber es kann auch sein, dass ich mich da echt so ein bisschen mit vertue mit einzelnen Teilen und einzelnen Missionen, weil, wie gesagt, die Spiele werden auf jeden Fall sehr ähnlich. Also diese World War-Reihe, die jetzt nicht mit Sarge zu tun hat, da gab es hinterher noch einige Teile für die Blazer 1. Die ich euch auch alle sehr gerne sogar zeigen möchte. Ich treffe ihn nicht, ich werde wahnsinnig. Ich werde weich! Himmelarsch, ey. So, der ist tot, gut. Dankeschön. Es gibt nämlich noch einen, der heißt Land CR, glaube ich. Also, das war wirklich eine Army-Man-Spiele-Inflation vor dem Herren, aber, ey. Und, jo. Kamen sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit raus. Auch das hier, ne? Also, ich glaube, Army-Man AirTag, Army-Man Sarge's Heroes, der erste Teil. Und Army-Man 3D, weil, glaube ich, alle sind, glaube ich, alle im gleichen Jahr erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das hier halt schon ein Jahr später, ne? Als die PlayStation 2 noch schon raus war, gab es noch einige weitere Teile. Das war für die meisten Leute einfach zu viel. Aber ich denke mir, ey, ich habe pro Spiel ungefähr 2-3 Jahre dazwischen. Wo keine Ahnung, wie lange ich brauche, um wieder mal meinen Zyklus in Gang zu bringen, dass ich dann wieder bei der PlayStation bin, ne? Und ey, das ist vollkommen in Ordnung, wenn dann auch die Spiele mal sehr ähnlich sind. Weil, warum sollte man ein Bewertungsprinzip, also was ich zumindest gut finde, warum sollte ich das beim nächsten Mal einfach schlecht finden? Spielbarkeit ist da, ne, das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Trotz der hakeligen Störung habe ich zumindest das Gefühl, es einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Ich hoffe nicht, dass mein eigener Panzer mich gleich abschießt. Oh, da ist der nächste Panzer, Hilfe. Das ist okay. Mann, das sind mir aber nicht das Steuer überlässt, ne? Finde ich eine Sauerei. Oh, ich habe eine Panzerfaust. Oh, da liegt was Süßes. Guten Tag. Du bist halt, ich kenne halt nicht die Schusslinien von den Gegnern, ne? Oder die Sichtlinien. Sieht er mich? Kann er mich erschießen?
So wie jetzt hier gerade steht. Das ist nur ein Sandsack. Okay, ich habe jetzt Bazooken gekriegt. Lauf! So. Ich könnte den Panzer töten. Soll ich's tun? Ich tu's. Nur noch treffen? Na. Du müsstest eigentlich tot sein, ne? Der ist nicht tot. Hm, scheiße. Ich glaube, ich habe verkackt. Oder finde ich hier noch ein bisschen Bazooka? Ich sehe mal, ich habe den nicht getroffen einfach. Das war das Problem. Scheiße. Ich hätte schon irgendwas anderes getroffen. So ein Käse. Ich brauche Bazooka. Habt ihr noch mal so ein bisschen was für mich? Oder wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi. Ah, jetzt sind sie auf einmal aufgewacht. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Entschuldigung, aber. Hä? Ah, oh Mann, was eine Mission, ey. Ah, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Vielleicht waren sie auch einfach noch nicht wach. Das kann auch wirklich sein. Dass sie einfach so gesehen vom Spiel zwar als Modell da waren, aber noch keine Konsumserfragung und nichts passierte. Also möchte ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Ja, nee, tut mir leid. Das also mich wundert, irgendwas ist gerade bei mir in die Luft geflogen. Und das ist nicht gut. Ich renne jetzt einfach durch, weil mit der Energie brauche ich das gar nicht erst zu versuchen. Oder kann ich Neustart? Ach, Neustart, guck mal. Haha. Jo. Das ist wirklich dämlich. Ich habe einfach fast meine komplette Energie verloren, ne? Weil irgendwas in die Luft geflogen ist. So, das soll mir nicht nochmal passieren. Nicht nochmal passieren, ne? Ihr beide seid tot. Das ist schön. Weil man Energie verliert, ne? Keine Frage. Da ist halt Krieg. Wo ich nur Energie verlieren würde. Das heißt, ich habe... Also es sind auf jeden Fall mindestens zwei Panzer, ne? Das habe ich ja schon gesehen. Die Frage ist nur, wann fahren sie los? Oder sind das die Panzer, die ich zerstören soll? Die Frage ist nur, wofür gibt es mich hier überhaupt? Nächste eine... Ich habe das Gefühl, sobald sie sich positioniert, ne, haut die mir richtig hart in die Fresse. Oh, scheiße. Ich bin so dumm. Alter, was ist denn mit mir los? Lack gesoffen habe ich offensichtlich, ne? Der war doch tot. Ach, Mann, ey. Ach, das macht mich wahnsinnig. Du machst mich fertig, Spiel. Weißt du das eigentlich? Doch. Ganz einfach. So, okay, das heißt, ich finde, 6 Bazooka-Schüsse könnte somit also eigentlich, ich sag mal, 2 Panzer legen. Vielleicht halten die dann ein bisschen weniger aus. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Das ist hier der zweite Bereich. Stand ist halt einfach ungünstig. Passiert mir auch öfters mal. Ja, sehr schön. So, und jetzt Panzer. Du was für dein Geld. Oh, es dauert so lange. Es dauert so lange, bis der hier ist. Ach, Mann.
Ich habe jetzt momentan, kann ich jetzt so ein kleines Privatzock-Update geben. Selbstverständlich erstmal nach einem Schluck Kaffee. Ich habe jetzt Until Dawn auf Platin, war ich ein ganz witziges Spiel, ne? Also viel Spiel war ja nicht, ne? Das war ja eher so ein Heavy Rain im Horror-Universum. Und ja, ich wusste nicht so genau, was ich sonst noch spielen sollte. Ich habe gestern 80 Minuten auf dem Reddit gesessen, um bei Geometry Wars die Farm-Scheiße fertig zu machen. Da muss man 1 Million Geomen in Summe sammeln. Und es dauert so ähnlich lange, jetzt ohne Scheiß. Ich habe bestimmt seit 7-8 Stunden farm ich den Kack. Das ist nicht mal zu übertrieben. Okay, der ist tot, sehr schön. Und weiter geht's. Ja, gestern 18 Minuten auf dem Rad gewesen, weil ich habe gesehen, okay, ich brauche noch ungefähr 130.000, ne? Das ist schon noch ein paar. Aber ich will das jetzt in 2 Sessions machen, ne? Und ich möchte jetzt mehr als die Hälfte schaffen. Das heißt, ich muss jetzt noch, ich glaube, gestern habe ich um die 80.000 geholt. Muss dann jetzt halt noch um die 50.000 holen. Das ist dann nochmal eine Dreiviertelstunde. Das heißt, das kriege ich dann heute mit aller größten Wahrscheinlichkeit. Ich bin jetzt heute auf Platin. Es sei denn, mir fällt heute noch ein Bein ab oder so. Und ja. Ansonsten habe ich The Adventures oder The Incredible Adventures of Van Helsing. Ich glaube, so heißt das Spiel. Habe ich angefangen. So ein bisschen wie Diablo. Mit sehr viel Humor. Finde ich echt sehr, sehr gut. Ich habe es auch schon durch. Mein Gott, ist meine Stimme heute los. Ich habe es auf jeden Fall auch schon durch. Ja, ja. Es ist nicht sehr lang. Also es ist jetzt kein Diablo 2, wo man dann 84 Stunden dran hängt. Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, die Mauer dahinter, ne? Ich habe keine Granaten, ich habe gar nichts, ne? Nur meine Unschuld habe ich. Es gibt hier aber noch mehr Bazooka. Schwächstadt. Auch wenn ich sie jetzt vielleicht noch nicht tragen kann. So, der ist tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einer ist schon mal tot. Aber hier ist noch ein Soldat, ne? Vielleicht komme ich mich jetzt erstmal um die Panzer. Ich bin todesmutig. Ah, komm schon. Da steht doch nur einer. So. Panzer sind tot. Ja! Sauber, das waren sie schon. Hervorragend, geil. Ah, schön, dass ich die 3 Bazookas da gefunden habe. Geil. War schon West 4, was wir jetzt gemacht haben? Warte mal, Landung der Normandie, Kanonen zerstören. Durch die Stadt. Treibstoffdepot. Braune Hauptstadt in Sicht. Erhebliche Verluste bei den Braunen. Tatsächlich, das war die 4. Mission schon, ne? Und Panzer zerstören. Gut gemacht, wir haben es in die Stadt geschafft. Unsere Bombe haben sie mürbe gemacht. Aber bitte dich zum braunen Feldkommandoposten vor und zerstöre ihn. Räume alle Scharfschützen in der Stadt aus dem Weg. Ah. Ja. Die Mission war das. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Aber auch hier kann es wieder sein, dass ich mich mit irgendeinem anderen Teil wieder vertue, ne? Aber ich meine, die war auch scheiße. Gut, aber bei allen Missionen, wo ich dachte, dass sie nicht so geil wären, habe ich eigentlich alle relativ gut hingekriegt, ne? Also war jetzt nie, wo ich jetzt irgendwie eine Stunde dran hing oder so. Viertelstündchen mal, ja, ist auch in Ordnung. Das habe ich überhaupt gerade gefunden. Granaten, okay. Aber hier mit dem Scharfschuss, das kann interessant werden. Eigentlich eher unlustig. Ah, da sind aber Leute, da kommen Leute. Das sind meine Freunde. Ah, ich kann mich daran erinnern, ich habe in der Mission, ich glaube, ich hing da mal voll lange drin. Weil ich einen Soldaten nicht gefunden habe und man musste, glaube ich, irgendwie alle Soldaten kaputt machen oder halt die Scharfschützen, wie sie halt gesagt haben. Mörser, sehr gut. Und ich musste dann quasi mit Hilfe meiner Kollegen gucken, wo die hinschießen, damit ich den letzten Kollegen finde. Und da weiß ich noch, währenddessen habe ich, glaube ich, sogar alle unter einem Dach geguckt. Im Fernsehen.
Hammer, ne? Wie sowas hängen bleibt. Boah, das hab ich früher gerne geguckt, ey. Momentan digitalisiere ich ja auch ein bisschen, also ich hab das, ich mag, DVD-Sammlungen sind zwar schön und gut, ne? Aber ich muss meinen Platz lieber für Spiele verwenden als für DVDs. Deswegen digitalisiere ich nämlich meine ganzen DVDs und packe den Rest in den Keller. Ich bin gerade nämlich bei Roseanne dran. Auch eine ziemlich coole Serie. Eine ziemlich alte Serie auch. Die ist älter, nee, die ist nicht älter als ich. 88 hat sie angefangen. Ich habe also schon gelebt bei der Premiere. Wie ist das nicht toll? So, okay. Langsam vorangehen. Ich höre Schüsse. Ich sehe aber keine. Ah, okay, da oben. Ich höre Schüsse. Hab ich da gerade was gesehen? Dann können wir mal immer in die Ruinen mal reingehen und schauen, ob da was ist. Boah, ich glaube, ich ziehe mir gleich mit Jonathan James Wine rein. Ich habe jetzt gerade voll Bock drauf gekriegt, Mann. Oh, ich hätte auch wieder Bock auf Frontline mal zu zocken, ey. Zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Alles klar, hab dich. Und wo kam der Schuss?